Willkommen zu einem weiteren Video zum Magnetfeld. Jetzt geht es um den Begriff der Induktivität und im Speziellen um die Induktivität einer Ringspule. Also wir haben schon erkannt, dass die Ringspule magnetisch für uns so interessant ist wie elektrisch der Plattenkondensator, also diese Plattenanordnung. Und wenn wir jetzt hier wieder so einen Ring aufzeichnen und wir diesen Ring bewickeln, so bewickeln wir den Ring, so dass wir innen und außen entsprechende Ströme aufbringen können. So. Brauchen wir nicht alles aufzeichnen. Dann können wir doch Folgendes tun. Wir können also hier, wenn wir hier noch weiter fortsetzen, wir können also sagen, wir schließen also hier außen diese Wicklung an ein äußeres System an. Wir werden also hier einen Strom in diese Spule hineinschicken. Unsere Konvention ist, dass eben in die Bildebene fließende Ströme mit einem X bezeichnet werden, uns entgegenkommende Ströme mit einem Punkt. Das heißt, innen am Ring werden Ströme alle entgegenkommen. So, wir wissen jetzt, dass jeder einzelne Leiter ein Magnetfeld um sich aufbaut. Und also hier noch die Ströme in die Bildebene einzeichnen. Dann können wir für den Einzelleiter ein Magnetfeld mit dieser Richtung hier festlegen. So, hier in dieser Richtung. So. Und alle diese Leiter werden jetzt resultierend ein Magnetfeld herstellen, dessen Feldlinien sich im Ring befinden, die geschlossen sind. Und jetzt können wir diesem Feld, dem Magnetfeld, verschiedene physikalische Größen zuordnen. Wir können einmal einen magnetischen Fluss zuordnen. Das ist also Phi, das ist also die Anzahl der Feldlinien. Wenn wir den Querschnitt des Ringes kennen, durch den dieser Fluss Phi durchtritt, dann können wir natürlich eine Flussdichte benennen. Das ist also das B, die Flussdichte oder Induktion. Und wir können natürlich, wenn wir also hier drin entsprechend unser Material mixen, also wenn es hier Luft ist, können wir das Ganze auch mal in H zuordnen. Ja, und natürlich könnten wir dem Ganzen auch noch eine Magnetisierung zuordnen, M, wenn es aus einem Material besteht, das magnetisierbar ist. Und damit haben wir also eigentlich einmal auf die Feldgrößen zurückgegriffen, die wir bereits kennen. So, und jetzt wissen wir aus den Fragen, die wir da gesagt haben, dass wir also einen magnetischen Widerstand berechnen können. Also wir haben hier M, dieser Ringspule, und wir wissen also jetzt, dass der magnetische Widerstand nichts anderes ist als die 1 durch μ, das ist also praktisch die magnetische Leitfähigkeit hier unten, des Materials, beziehungsweise, wenn wir in der Luft sind, also durch der Luft oder des Vakuums, mal der Länge der Feldlinie, also je länger die Feldlinie ist, umso schwerer wird sich das Feld tun, dort auszubreiten, das heißt der Widerstand wird immer größer und je dicker der Querschnitt ist, umso leichter wird also das Feld sich ausbreiten. Das heißt, wir haben also eine Formel für den magnetischen Widerstand, die uns an die Formel für den elektrischen Widerstand erinnert. So, jetzt können wir ein Ersatzschaltbild zeichnen. Dieses Ersatzschaltbild, das wissen wir auch schon. Wenn wir also hier eine Windungszahl n haben, dann gibt es den Begriff der Durchflutung. Die Durchflutung ist also nichts anderes als die magnetische Spannung, die unseren Fluss aus einer Quelle heraustreibt. Das heißt, hier haben wir also einen Fluss Phi. So. Und dieser Fluss selbst, wenn wir uns anschauen, wird also bestimmt die Größe des Flusses, die wir erreichen, durch einen magnetischen Widerstand, Rm, den wir gerade hier oben definiert haben. Und wir können natürlich hier auch noch einen magnetischen Spannungsabfall, ein Vrm, einzeichnen. Und das hier wäre dann die magnetische Spannung, die den Fluss hier durchtreibt. So. Und erinnern wir uns jetzt an das elektrische Feld. Im elektrischen Feld haben wir eine Größe definiert, die sogenannte Kapazität. Was hat uns die Kapazität gesagt? Also E-Feld. So.
In E-Feld war die Kapazität nichts anderes als der elektrische Fluss bezogen auf die erzeugende Spannung. Das heißt, wenn wir viel Fluss mit wenig Spannung erzeugt haben, dann ist die Kapazität groß. Das heißt also, das war es im E-Feld. Jetzt könnten wir doch sagen, okay, wenn wir eine Analogie bringen und das Ganze jetzt auf das B-Feld hinziehen, dann wäre es doch interessant, wie viel Fluss durch den Strom, der hier hinein fließt, erzeugt wird. Und für uns von der Praxis her gesehen, weil wir immer mit Wicklungen zu tun haben, haben wir natürlich noch eine Größe dabei. Das ist die Größe Psi. Erinnern wir uns, das ist nichts anderes als N mal Phi. Das ist die sogenannte Flussverkettung. Und dieses Psi magnetisch, also wenn wir hier jetzt M hinschreiben, na, das erinnert uns hier unten sehr stark an das Psi elektrisch. Und jetzt können wir also genauso eine Größe hinschreiben für den magnetischen Kreis und wir nennen jetzt L. Und L ist die sogenannte Induktivität. Und die definieren wir und sagen, okay, es ist die magnetische Flussverkettung bezogen auf den erzeugenden Strom. Also L, schreiben wir nun hin, Induktivität. Und bei den Bauelementen, wenn wir das magnetische Bauelemente hernehmen, ist also das eine charakteristische Größe, so wie C, die Kapazität. Eine charakteristische Größe ist für Kondensatoren, also Bauelemente, die ein elektrisches Feld speichern. Wir haben also hier jetzt wieder vergleichbar Dualitäten, wenn wir sehen, also wir haben eine erzeugende Größe, die ist im elektrischen Feld die Spannung und im magnetischen Feld der Strom und die erzeugte Größe ist also der elektrische Fluss oder die verschobene Ladung und hier die magnetische Flussverkettung. So, und die Frage, die sich jetzt stellt nach der allgemeinen Definition, könnten wir ja sagen, naja, beim Kondensator war es ziemlich einfach, erinnern wir uns. Bei einem Plattenkondensator haben wir also die Kapazität leicht berechnen können, also das C, das wir hier gehabt haben, das war jetzt praktisch das Epsilon mal einem A durch L, also die Plattenfläche durch den Feldlinienabstand, das war also der Plattenkondensator. Können wir eine ähnliche Formel für diese Ringspule gewinnen? Also wenn wir uns das hier anschauen, ist also reine Geometrie, die hier drin sitzt, A und L und eine Materialeigenschaft. Okay, schauen wir es uns einmal an. Gehen wir also von der Formel L aus. Dieses L, das wir hier haben, das ist ja nichts anderes, wenn wir es also noch einmal hernehmen, als Psi M, der magnetische Fluss, bezogen auf den Strom I. So. Und wenn wir das jetzt aufbauen, dann wissen wir, dass diese Flussverkettung nichts anderes ist, als N mal den Phi, der Fluss, der in diesem Ring drin ist, durch den Strom I. So. Dann haben wir es nichts anderes getan, als hier diese Formel nochmal aufgebaut. Und jetzt können wir weiter schauen, naja, wie ist das jetzt eigentlich? Das Phi, das wir hier drin haben, das ist ja bestimmt durch die Flussdichte B mal A. So. Und wenn wir unser B hernehmen, die Flussdichte, dann ist die bestimmt durch ein μ mal a. So, also jetzt haben wir also diese Kopplung durch. Und jetzt müssen wir nur noch eines machen, was ist das h bestimmt? Diese magnetische Erregung oder magnetische Feldstärke, die ist bestimmt durch ein i, also den Strom, der durchfließt, mal n durch die Länge der Feldlinie. So, jetzt haben wir dann alles beieinander. Setzen wir das Ganze also jetzt hier oben ein. L ist also gleich. So. Das n, das wir hier stehen haben, lassen wir mal hier stehen, also lassen wir mal stehen n durch i stehen, so, und kümmern wir uns ums phi mal. Statt dem b setzen wir das μ mal a ein, wir können jetzt einmal hier hinschreiben, machen wir mehrere Stufen, geht es leichter. Also wir schreiben hier b mal a, so, ist das gleiche wie n durch i mal μ mal h mal a. Ja. Und jetzt setzen wir noch das weiter ein.
statt H. L ist also gleich N durch I mal μ mal H. Und fürs H setzen wir nochmal N mal I mal N durch L. So, sehen wir, die I's kürzen sich. Und übrig bleibt eine Formel, die aussieht, das L ist also gleich. Fassen wir nun zusammen. μ mal A durch L, also praktisch der Querschnitt des Spulenkörpers, die Länge der Feldlinie, hier die Permeabilität, und dann haben wir hier stehen mal N Quadrat. Und wenn wir das jetzt anschauen, so, na, was ist denn hier oben? Hier oben haben wir bereits den magnetischen Widerstand definiert gehabt. 1 durch μ mal L durch A. Wenn wir so μ mal A durch L nehmen, dann wäre das 1 durch Rm. Das heißt, wir können also das Ganze noch einmal anschreiben. Allgemein, L ist also gleich 1 durch Rm mal N Quadrat. Also der magnetische Widerstand des Kreises mal der Windungszeit zum Quadrat ergibt die Induktivität allgemein. Und der magnetische Widerstand hier, also für die Ringspule, das ist jetzt speziell unsere Ringspule, wo wir das L der Feldlinie sehr genau kennen, auch das A, das heißt, das ist ziemlich ideal, das heißt, wir können das Ganze erst so hinbringen. Wir brauchen jetzt noch ein Symbol, ein Schaltzeichen. Wir haben also für die Kapazität die beiden Platten hier angedeutet. Für die Induktivität zeichnen wir eine Spule mit vier solchen Windungen. Und generell werden also Wicklungen als Rechtswindungen ausgeführt, also Rechtswicklungen. Und das wäre jetzt also ideal, und das gibt es nicht. Eine reale Induktivität besteht ja immer aus einem Draht, der gewickelt wird und hat damit einen Widerstand, der vom Draht kommt. Das ist praktisch ein RL und den induktiven Anteil, der tatsächlich dann vom Feld her kommt, und das ist real. So. Gut, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal durch. Wie sind wir zu der ganzen Erkenntnis gekommen? Gehen wir es also nochmal an. Wir haben also einen Ring, wir bewickeln den Ring, wir schicken Strom rein, wir bauen Feld auf, wir wissen, wir kennen die Feldgrößen, den Fluss, die Flussdichte, wenn wir hier den Querschnitt kennen, die magnetische Feldstärke, wenn wir hier die Länge der Feldlinie kennen, die Magnetisierung, wenn wir den Stoff hier drin kennen, und die Flussverkettung, die nichts anderes ist als die Windungszeit mal den Fluss. Und wir kennen den magnetischen Widerstand, den wir hier berechnen können für diese Anordnung. So, schauen wir weiter. Wenn wir ein Ersatzschalt bezeichnen, dann haben wir hier die Durchflutung als treibende Größe, das I mal N, die einen Fluss durch diesen Kreis treibt, durch diesen magnetischen, und der Fluss ist bestimmt durch die Größe des magnetischen Widerstandes, und wir haben einen magnetischen Spannungsabfall hier, der uns diese Durchflutung entsprechend eben aufzehrt. Gehen wir zurück einen Schritt in das E-Feld, das wir kennen. Dort haben wir eine Größe definiert, das war die sogenannte Kapazität, die war nichts anderes als der elektrische Fluss, also die verschobene Ladung bezogen auf die Spannung. Das heißt also die Ursache und die Wirkung. Die Ursache eines Magnetfeldes ist ein Strom, die Wirkung ist eine Flussverkettung für uns hier. Das heißt, dass die Induktivität ist die Flussverkettung durch den erzeugenden Strom. Noch einmal die beiden Begriffe, Induktivität und Kapazität. Schauen wir uns die Formel an für den Plattenkondensator. Ja. Rein geometrisch A und L und das Material bestimmen die Kapazität. Können wir für die Induktivität auch sowas finden? Dann gehen wir auf unsere allgemeine Definition los und zerlegen die Dinge. Zuerst einmal, aus Cm können wir N mal Phi bilden. Aus Phi können wir B mal A bilden, aus B können wir μ mal A bilden und aus H I mal N durch L. Das heißt, hier haben wir dann die Ursache drin und dann die ganze Wirkungskette nach vorne. Setzen wir das Ganze in unsere Definition für die Induktivität ein, führen wir das Ganze aus, kürzen wir es durch und übrig bleibt μ mal A durch L, also mal N Quadrat, hier wieder Geometrie, hier wieder Material und hier noch die Windungszahl der Spule zum Quadrat. Für die Ringspule leicht, weil das A definiert ist, das L definiert, das Feld ist im gesamten Raum, bei anderen Geometrien ist es schwieriger,
Allgemein können wir aber sagen, die Induktivität ist 1 durch den magnetischen Widerstand mal m². Und wenn wir den magnetischen Widerstand eines Gefildes können, können wir die Induktivität angeben. So, jetzt brauchen wir ein Schaltzeichen. Kapazität waren diese zwei Platensymbole. Die Induktivität ist jetzt ein Spulensymbol hier mit 4 Höckern. Das hier ist ideal. Real gibt es das nicht, weil wir ja einen Draht aufwischen. Der Draht hat immer einen Widerstand. Das heißt, wir haben eine Serienschaltung von einem Widerstand mit einer vierhöckrigen Induktivitätssymbol. Und soweit zur Definition der Induktivität. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.